Es ist wieder QuakeCon und wir schauen uns die Präsentation dazu an. Ich bin sehr enttäuscht, Wirt. Ich dachte, du machst einen Witz mit Cold Open und dem Wetter, aber gut. Ist halt nur auf dem Präsentierteller gewesen. Ich hab's dir angeboten. Okay. Du hättest ja auch eine Anmoderation machen können. Nee, wenn du schon so mir ist auch nichts eingefallen. Ich, bin ja hier kein Redakteur. Ich bin hier nicht der Typ für schlechte Witze. So. Wollen wir jetzt anfangen? Ja, gut. Ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, wir sind hier für die QuakeCon. Wir schauen uns die an. Um 18 Uhr beginnt sie. Ich habe hier schon mal den Twitch-Kanal offen und warte nur noch, bis das Ding anfängt. Ich werde fleißig auf F5 drücken. Genau, wir haben ja gerade den deutschen Kanal von Bethesda im Stream. Das heißt, wir werden gleich gucken, ob dann auch hoffentlich der deutsche erreichbar ist. Ansonsten werden wir auf den englischen umschwenken müssen. Aber eigentlich müsste es gehen. Ich hoffe mal, dass der deutsche funktioniert, weil ich habe einfach nur Angst vor dem englischen Stream, dass die dann irgendwie sagen, oh ja, verfassungsfeindliche Symbole sind ja nur in Deutschland verboten, wir hauen die hier auch von wo raus. Oh, stimmt, das ist tatsächlich ein guter Einwand, ja. Ja, ja. Aber das müsste ja auch kein Problem sein, weil das neue Wolfenstein hat ja auch einen internationalen Release hier in Deutschland. Stimmt. Deswegen. Direkt. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es in unserer Variante ist, weil indem wir das hier übertragen. Aber eigentlich sollte es, ich weiß es eigentlich, nicht. Eigentlich sollte es funktionieren. Wir müssen es aber nicht ausfenstern. Nee, wir müssen es halt nicht machen. Genau. Genau, QuakeCon. Eine Messe von Bethesda. Der Grund, weshalb, glaube ich, Bethesda vor zwei oder letztes Jahr nicht, vor zwei Jahren nicht auf der Gamescom war, weil sie halt parallel zur Gamescom ihre eigene Convention gestartet haben. Nur eigentlich ist die QuakeCon ja mehr oder weniger aus einer LAN entstanden, glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger eine LAN, genau. So Quake, und mittlerweile gibt es auch so ein paar Panels. Wir werden gleich das Doom-Panel uns, glaube ich, angucken. Und so ein paar Keynotes und nicht nur LAN. Ja. Ne? Also das ist halt so normalerweise auch in Dallas. Und Ilias zum Beispiel war letztes Jahr auf der QuakeCon in Dallas, hat sich da alles angeschaut. Das sind halt überwiegend auch die Spiele, die dann dieses oder nächstes Jahr erscheinen. Oder war es letztes Jahr so? Und ich bin gespannt, was sie dieses Jahr auf der QuakeCon zeigen, die auch parallel in London ist und wir dort vor Ort gerade Chiara und Axel haben. Aber ich glaube nicht, dass wir zu ihnen schalten werden. Ich gucke mal sicherheitshalber nebenbei in den englischen Stream rein. Nicht, dass wir irgendwas verpassen, das wollen wir natürlich nicht. Aber auch da scheint gerade noch nichts zu sein. Also ich habe vorhin schon ein bisschen auf Twitter herumgeschaut und da wurden ja schon einige Sachen geleakt, beziehungsweise eine Sache. Und zwar, dass Doom 1, 2 und 3 für Nintendo Switch erscheinen werden. Also stimmt. Ob diese Leaks jetzt auch wirklich wahr sind, sehen wir hoffentlich gleich. Der Titel, der Untertitel des Streams, und ich glaube auch der QuakeCon an sich, ist auch Year of Doom. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich jetzt viel um Doom gehen. Weniger zum Beispiel weniger um Wolfenstein. Warum sitzt er denn hier nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist gerade nach Hause gelaufen. Kann ich gar nicht verstehen. Hier ist doch schön ruhig. Nee, er ist nicht da, oder? Er ist nicht da. Ach, verdammt, ey. Traurig. Schade. Mann, das wäre so witzig gewesen. Schade. Schade, schade, schade. Aber ja, Hollywood schreibt zu Recht, lel, für Switch, na gut. Aber die alten Doom-Teile, ne? Die alten Doom-Teile. Die ganz alten. Ja. Also da können sie vielleicht sogar in 30 Frames laufen, mit etwas Glück. Ja. Und Doom, das neue Doom hoffentlich mit Taschenlampe eingebaut im Sturmgewehr. Nicht so wie damals, wo du die ganze Zeit Waffen wechseln musstest. Aber das war furchtbar, das war wirklich furchtbar. Ich mochte Doom 3 damals überhaupt nicht. Nee, ich habe mich so richtig gefreut, als es kam. Weil man hat sich die Tech-Demos angeschaut und dachte so, boah, das ist ja richtig krass. Weißt du, du schießt mit dem einen Dämon hier in die linke Brust und dann geht er so zurück, weil der Einschlag da war und schießt in die rechte und geht er so wieder zurück. Boah, das sah richtig krass aus. Und als es rauskam, hast du kaum was gesehen. Hast du das letzte Doom gespielt? Oh ja, Doom 2016, ne? Wird dir das gefallen? Ich liebe es. Es ist mega geil. Das ist halt, da haben sie das Essentielle aus den ganzen Shootern der letzten Jahre rausgeholt und dachten sich so, ja, Shooter, so haben sie sich über die letzten Jahre entwickelt, aber wir versuchen jetzt, Shooter aus dem Jahr 1990 ins Jahr 2016 zu bringen. Das ist einfach nur das Essentielle. Du kommst in das Level rein, es ist wie eine Arena. Du zerstörst halt alles in geiler Musik, mit geiler Musik, in der schnellen Mechanik. Du hast diese Glory Kills, die einfach nicht nur dazu da sind, um glorifizierte Kills zu zeigen, sondern die hatten auch eine Spielmechanik, weil du dadurch mehr Munition bekommen hast. Und die Kettensäge hatte auch einen Grund, weshalb sie da war. Nicht nur, weil sie eine ikonische Waffe in Doom ist, sondern halt, weil sie dir auch was bringt. Und ja. Ich kann jedem Doom 2016 halt nur weiterempfehlen, weshalb ich mich auch sehr auf Doom 2 bzw. Doom Eternal freue. Ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich hatte so ein bisschen das gleiche Problem mit Doom 2016 wie mit Duke Nukem Forever. Oh. Für mich fühlt sich das Spiel irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja? Weißt du, es ist so ein bisschen, ja, ich find's cool, dass es diesen Retro-Ansatz gibt und man quasi diese alte Spielmechanik mit drin hat. Aber für mich funktioniert es nicht mehr so gut wie früher.
Und ich glaube auch, dass man jetzt auch vielleicht so ein ähnliches Problem hat wie jetzt mit Wolfenstein Youngblood, dass man kann das auch nicht unendlich weiterführen. Also es ist cool, wenn man mal für einen Teil mal zurückkommt zu den Wurzeln. Ja. Aber wenn du es dann zweites und drittes Mal machst, dann ist es irgendwann auch wieder so ein bisschen, deswegen, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Bin dann auch sehr gespannt, wie ich mich nach Doom 2 jetzt fühle, weil das war zum Beispiel bei mir mit den South Park-Spielen so. Ich hatte South Park 1 mega gefreut, kam raus, hab's gespielt, es war okay. South Park 2 wurde angekündigt, mega gefreut, hab's gespielt und dachte so, ja, das reicht erstmal für die nächsten 5 Jahre. Das sind ja auch keine schlechten Spiele. Es ist nicht so, dass es schlecht ist, aber es ist halt auch so, dass du halt da sitzt und denkst dir, ja, das war jetzt cool, aber jetzt ein zweites Mal durchspielen oder so, brauche ich eigentlich auch nicht. Ist halt auch bei einigen Filmen, ne? Fandst du einen Film cool, da kommt eine Fortsetzung, du freust dich drauf, denkst du so, okay, das reicht jetzt vollkommen. Also ich bin damit gestillt, also nicht gestillt, also mein Hunger wurde gestillt, ich bin zufrieden, mach bitte nicht mehr draus und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb dann einige Franchises sich dann irgendwie, wie soll ich sagen, in ihren eigenen Spielen verlaufen, wie Call of Duty, wo du dachtest, Alter, die Spiele sind so geil, da kommt eins nach dem anderen raus jedes Jahr und es wird immer besser oder ist immer die gleiche Mechanik, aber verändert sich minimal und das reicht dir vollkommen aus und irgendwann nach dem 5. oder 6. Teil denkst du auch so, Leute, Alter, ich kann das nicht mehr sehen. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch ein bisschen mehr zeigen werden vom Doom Eternal. Mhm. Aber aktuell gibt's noch nichts von dem Stream tatsächlich. Seltsamerweise. Aber eigentlich müsste es doch jetzt losgehen, oder nicht? Mhm. Hier schreibt jemand, South Park war ziemlich gut, aber es könnte auch daran liegen, dass es zensiert war. Ich finde, Zensur ist jetzt nicht ein großer Punkt jetzt bei den South Park-Spielen gewesen. Das war kein großes Problem. Oh, ist es die? Das ist der englische Stream, der läuft aber, glaube ich, gerade irgendwie, es sieht ein bisschen aus wie so eine Rückblende oder so. Ja, ich habe gerade den deutschen Stream hier, ich refreshe fleißig. Ja, sonst gehen wir, glaube ich, mal auf den englischen Stream. Einfach Bethesda ist der Account. Okay. Nicht Bethesda.de. Sicherheitshalber, damit wir jetzt nicht so, da passiert es jetzt nämlich. Jetzt geht's los. So, da sind wir doch. Year of Doom. Good luck on your next adventure, Tim, and we know we'll see you all around the show. Now, as many of you know, Tim was working on Rage 2, a game that we've continued to support since its critically acclaimed launch in May. In the past few months, we've added all kinds of insane updates and wacky community events, and our next big update is out right now. It's got a few new, totally free modes, including New Game Plus and an Ultra Nightmare mode, plus a lot more. Check out what's in the update. Okay, so erstmal ein bisschen zu neuen Content zu Rage 2. Ja, war zu erwarten. Oi, what's that? You think you're done already? Well, it's time to step it up, you goons. Bring it the Three new playable modes. Wowee. Now you get to keep all the kick-ass gear you earn. It's harder every time you beat the bloody thing, but who cares? Because you're packing a real wallop. Goodbye. Whoa, prestige badges. Remember when any wanker could die 1,000 times and beat the game? Well now, you die once, you lose. Oh, when did he grow wings? Remember when your mates were like, Rage 2 is your wildest dreams come true? Now. It's your worst f***ing nightmare. Hold your horses, there's more cool shit. New insane cheats. F***ing duck, look at him fly. Holy guacamole, new skins. You wanted no pause pop-ups? You got it. Oh yeah, look, she's a good person, but you don't have to listen to this lady anymore. And who doesn't like a BJ? Blazkowicz. It's do or die, soldier. Oh, God. The insanity never ends. Hast du Rage 2 gespielt? Nee, leider nicht. Wollte ich unbedingt mal nachholen, aber kam irgendwie noch nicht dazu. Wie sieht's mit dir aus? Ich hab's auch nicht gespielt. Klingt für mich wie ein Update für Leute, die das super gefeiert haben, die super Bock hatten. Ja, also, wenn das kostenlos auf Zug nicht, nicht, ne? Wir haben noch einen draufgesetzt. Ja, genau. Sponsors and exhibitors who make QuakeCon possible. Dankeschön. From tabletop games to tasty treats, Hashtag Werbung. PC hardware providers, indie developers and more, we've got a lot of great stuff for you to check out. Beans. So be sure to stop by their booths in the exhibit hall. And nee, it wouldn't be QuakeCon without some competition. This year we're kicking off the Quake Pro League with 20 of the world's best players competing in a year-long season that starts right here at QuakeCon. So, whether you're here with us in Dallas or watching the tournament at home, we've got a really fun new way to participate. Just sign into the FanDuel app, pick the winners of each of the matches, and you've got a chance of winning up to $1,000 and an NVIDIA graphics card.
Yeah! Also, ich weiß, yeah! Es gibt immer den einen Typen. Der eine Typ immer. Ja. Jeder bei fester Konferenz. Also going on right now is the second annual Master Series for The Elder Scrolls Legends, featuring the top 8 qualifiers with a prize pool of $50,000. Ist Elder Scrolls Online Legends eSport ein Ding? Starting, so you can check it out after this keynote is done. All the action is going to be on the Legends Twitch channel. Plus, we've got a full schedule of community tournaments in our BYOC, including Quake World, Quake 2, Quake Live, and Quake Champions. And because this is the year of Doom, we're running competitive speed runs for all of your favorite Doom games. Yeah. Yeah. Das ist wirklich interessant. Competitive Speedruns, Elder Scrolls Online 1v1 and Nuclear Winter for Fallout 76. Yeah, Fallout! Das ist so peinlich, dass ihr immer so ein, zwei Personen haben. QuakeCon without a chance for some good laughs, and tonight's Master Pancake Theater is going to be exceptional, because they're going to be skewering Doom. A movie that, let's be honest, doesn't need a whole lot of skewering for all of the unintentional comedy, but believe me when I tell you, what they're going to do to that movie is got to be seen. We're going to be streaming some big panels all throughout QuakeCon as well, including a couple that are part of our DoomCon programming. Now, immediately following this keynote, we're going to take a look back at how Doom has influenced games and the industry as a whole with an all-star panel of Bethesda das developers. Wir uns angucken, keine Sorge. And tomorrow at 11 a.m., we will go deep in the Doom, where you can join Marty and Hugo for a live gameplay demo of Doom Eternal. Also on Saturday, on Saturday at 10 a.m., we've got a Fallout 76 panel. The team will be here to share the latest on Nuclear Winter, Wastelanders, Vault Raids, and a lot more. And Saturday at 2, join Matt Farwar and Rich Lambert, who are going to be coming to walk you through the Elder Scrolls Online and all they've got coming up. And if you join us here, or if you join us on Twitch Live, twitch.tv/Bethesda, you get a chance to get exclusive drops during the ESO panel. Along with the panels, you can also try out all the latest Bethesda games in our booth here at QuakeCon, including, of course, Doom Eternal. Yeah! You can play The Elder Scrolls Blades on Switch. You can try the latest updates for Rage 2. You can try The Elder Scrolls Online and Fallout 76. And by the way, for 76, we've got a really cool component where we're playing Nuclear Winter in the booth for 76. And as you play, if you finish in the top 10 as you play against everybody else in the world, we'll make a donation to One Up on Cancer for $76 for every person who finishes in the top 10. Mm-hmm. Okay. So, also immer 10 Leute. Yeah. Also immer so die Top 10, die in der Booth da gespielt haben. Rights, but you'll also be helping support one of the half dozen charities that are here at QuakeCon, including One Up on Cancer, Anime for Humanity, Stack Up, Gamers Outreach, American Red Cross, and of course, Dallas Pets Alive. If you're here at QuakeCon, please visit these charities and get involved. Many of our charity partners are doing free giveaways if you make a donation, like the American Red Cross, which is once again sponsoring a blood drive. If you give blood, you help save a life, and you get a raffle ticket. And that raffle ticket gives you a chance to win this Wolfenstein Youngblood PC from Corsair. And in the spirit of Youngblood being a co-op game, if you bring a friend and both of you donate blood, each of you will get 2 raffle tickets for a chance to Steffen, win. Steffen, gib auch dein Blut her. I don't advise trying to do that more than once, because you're... So, kriegen wir jetzt Neuigkeiten? Need blood to be able to play on the PC. Ich muss auch wirklich sagen, ich laufe jetzt hier ein bisschen drüber, entschuldigt bitte. Es ist natürlich eine Fanmesse. Das heißt, es ist vor allem für Leute interessant, die natürlich große Fans von den Spielen sind. Ja. Deswegen kann man da, glaube ich, auch ein bisschen mild walten lassen. There are two versions. I'm wearing the dog variant and Jason is here. Where's the cat? Jason's got the cat shirt on. Ist ein schönes Shirt. Ja, muss man sagen. So, also Bethesda schickt mir das Hundeshirt, bitte. We're selling these shirts exclusively on Bethesda for a limited time as well. So if you can't be here and you want to get one, or you are here because we sell out of them really quick and you want to be able to get one, go to Bethesda.net for a chance to get one there. Oh. But working with charities and doing some good is just one of the QuakeCon traditions that you know and love. The other is big sales and special offers and saving money. And this year is no different. Now, if you're a PlayStation Now subscriber, we've got some fun news, because Fallout 4, Wolfenstein New Order, and Doom 2016 are all coming to PlayStation Now on August 6th.
Wir sind zwei Leute. Applaus gewartet. That, all of our games are on sale right now and that even includes Rage 2. So you have a chance to get it at a great price and check out the new updates that you just saw in the video and get a chance to play it while you're here at QuakeCon. But that isn't the only shooter that we have out now because as of today, both Cyberpilot and Wolfenstein Youngblood are released and available to play now. Haben Chiara nicht schon durchgespielt. Also schaut es euch auf dem Sender an. Er hat schon komplett durchgespielt? Heute kommt die zweite Folge und am Montag kommt die dritte Folge. Dann ist okay. And if you're in the mood for killing some Nazis, which is even more fun to do with a friend, check out the launch trailer for Wolfenstein Youngblood. Ist auch ein kurzes Spiel, muss man sagen, fairerweise. Willst du uns nochmal den Release-Trailer an, oder was? Listen close, girls. The world is a dark forest full of monsters. Monsters that'll tear your flesh from bone. Gut mitgedacht, Regie. Gut mitgedacht. Monsters ah, sehr gut, ja. Tear your mind and soul. I will not let you hurt my son. But your wolves. And these are your woods. All right, Jess. What's the plan? Find our dad and kill Nazis. Den wir schon kennen, ne? Genau, wenn ihr Youngblood euch mal ansehen wollt, guckt es auf bei Chiara und Beard. Das zeigt, glaube ich, mehr als diesen Trailer. Trailer müssen wir jetzt nicht anschauen, weil das spoilt zum Teil sehr viel. Das ist traurig, vor allem wenn es ein kurzes Spiel ist, da doch mal so ein Trailer raus. Es ist ein sehr kurzes Spiel. Du hast es nach 6-7 Stunden durch, netto. Ja. Die haben gesagt, das Spiel wäre 15 Stunden lang. Mhm. Aber das sind halt so die ganzen Nebenmissionen, die man machen kann, wenn man Bock hat. Aber musst du nicht. Also wir sind jetzt hier auch nicht so durchgerusht, sondern wir haben halt auch immer Nebenmissionen gemacht, weil man ansonsten nicht weiterkommt. Man muss halt zum Teil grinden. Ja. Ja, das ist jetzt nicht ganz so spannend. Es ist ein nettes Koop-Spiel, muss man sagen, aber... Ja, das haben halt die Bethesda-Spiele in letzter Zeit öfters, ne? Es ist nett, ja, aber auch nicht mehr. Ja. Es kostet... Es ist kein Vollpreistitel, es sind 30 Euro und wenn man nur 10 Euro rauflegt, dann kann man sich noch einen Buddy Pass holen, womit man halt einen seiner Freunde einladen kann, mit ihm das zu spielen. Das heißt, dass er es im Endeffekt dann zwei Spiele für 20 Euro pro Spiel. Ja, so in etwa. Nicht so schlecht. Nee. Dafür ist es okay, finde ich. Kann man machen. Come by and start shooting, stabbing, strangling Nazis. And now, QuakeCon, it's the moment you've been waiting for. Wir zeigen jetzt Doom Eternal. It's time for some Doom Eternal. Ja, nice. Let's do it. Was denkst du, Gameplay oder Render-Trailer? Gameplay. Render-Trailer ist, glaube ich, bei den Doom-Spielen nicht so. Oh, Logger, oh Gott. Der Multiplayer. Beim letzten Mal gab es ja noch einen Editor, wie ich richtig erinnere. Noch erstaunlich zu sehen, was für eine Zeit wir leben, dass so ein Spiel ungeschnitten nach Deutschland kommt. Das stimmt. Sieht auf jeden Fall, ich muss ja wirklich sagen, es sieht schon cool aus. Das kann man auf jeden Fall nicht verneinen. Thank you. Thank you all so much. You make the... You're very sweet. You're legends. I'll be Keanu. You're a legend. Schön, dass er es nochmal erwähnt hat. It works for him, not so much for me. I gotta tell you, because of stuff like that, the time we get with all of you here at QuakeCon is really a highlight of the year for our team. You guys are fantastic. Thank you for being here, for watching online, and for your continued support. We have got a ton to cover on Doom Eternal, but first, you may have heard we are celebrating a very special milestone this year, the 25th anniversary of Doom. Doom für die Switch-Ankündigung und ein bisschen Gameplay. Und das kleine Mädchen dazwischen. Yay, Doom! Ich weiß nicht, was ich hier mache. Things off several months ago with the launch of the Slayers Club. This is an awesome, yeah, I know we got some Slayers Club members in the house, right? Ja! Das kleine Mädchen wahrscheinlich auch. Yay! Papa, soll ich jetzt aufstehen? Papa, sind wir im Slayers Club? Nein! At slayersclub.com.
You have to check it out for all the latest news, information, fun community events, activities, and a lot of giveaways. You can even see some great in-game items in Doom Eternal for participating. But we're here because those original games were just so damn fun, right? You know, we've always said how inspired we are by the original Doom and Doom 2. And that inspiration continues through our work on Doom Eternal. So what better way to celebrate the year of Doom than bring Doom, Doom 2, and Doom 3 to platforms that need more Doom? Mein TI-82? Oh ja, das ist eine gute Idee, ja. Darauf wäre es bestimmt gelaufen. Darauf lief alles. Die Musik war geil damals. Mhm. War es gerade. Ach nee, es sah nur aus wie ein Handy. Es sieht aus wie so ein TomTom-Navigationsgerät. Das wäre so jetzt cool. Auch auf deinem TomTom. Ja, Switch und Smartphones. Ich habe Doom 1 damals schon auf meinem iPod Touch gespielt, im allerersten. Also. Ah, okay, ja. Also, dass sie es erst jetzt rausbringen. Okay, Splitscreen PvP finde ich eigentlich ganz lustig. Für so eine Switch Edition? Ja, finde ich auch. Available now. Ja. PS4, Switch, Xbox One. App Store. Ah, Doom 1 und 2 nur für Smartphones. Das finde ich nett. Ja, kann man machen. Aber jetzt kommt die Frage, wie ist der Preis? Ich guck mal, ob sie es jetzt schon veröffentlicht haben. Ja, schau mal wieder rein. Doom 2 und Doom 3 auf den PlayStation 4, Xbox One, Mobile und Switch. Yep, absolutely. And those are all 5,49 für das erste today. Doom. Okay. So wie es aussieht. Wie der Preis auf der Switch ist. Nicht okay, yeah, muss ich sagen. We thought it was about time our console friends had a chance to rip and tear as well. You're welcome. In fact, all of you here at QuakeCon, you get to play all of them on the Nintendo Switch this weekend over in the Bethesda booth. So you definitely want to check that out. Ja, Doom 2 auch 5,49. Absolutely, you're going to love it. Okay. But they aren't the only Doom games playable at QuakeCon this year. Yeah, that's right. We brought you our demo of Doom Eternal. We were honored to win a ton of E3 awards and nominations, including Best Action Game. We knew we had to bring it to QuakeCon for you guys. I gotta tell you though, we packed a lot into that demo, and it only scratches the surface of what you'll see and do in Doom Eternal. Absolutely. From the first kill in the game to the final boss fight, you will go on a journey unlike anything you've experienced in a Doom game before. In fact, hey, zeig mir Gameplay. Nein, wir gucken uns die T-Shirts nochmal an. Doom Demons in Doom Eternal. Check this out. Das kleine Mädchen ist doch total verstört dort. Sieht sich das an Papa? Spielst du das jeden Abend? Ja, der Vater freut sich. Ich habe das Kind runtergeladen aufs iPhone. The great Argonaut wonders from the Telos realm. The long-fought, the extinct, created to hunt only the Slayer and to hunt sentinels during the unholy crusade. Some improvements on the design of the game. And your word is undoubtedly my finest work. Man kann einzelne Teile abschießen anscheinend. Mm. Das ist cool. Ja. Ich hoffe, Chiara und Axel laufen jetzt auch gerade mit so einem Doom-Slayer, so einem Doom-Mütze herum. Das war die ganze Zeit, die er schreit, das ist Chiara. It's sick. It is sick, definitely. Oder Axel. And we'll have even more from the campaign leading up to our launch on November 22nd. But we want to talk about the totally new online experience for Doom Eternal, Battle Mode. Hell yeah! Hell yeah! Battle Mode! You know, from the very beginning, our vision has been to create an engaging and competitive multiplayer mode
that has varied pacing, tons of drama, and deep strategy. And we had to look no further than deep the single strategy? Player campaign no. to find all game? The ingredients we needed. Battle Mode is built from the same Doom combat DNA that you know and love, where skill and power of one fully loaded Slayer takes on the teamwork of two player-controlled demons. And I tell you, okay. playing as a demon is a great change asymmetrischer Multiplayer, das ist immer interessant. Player. Each playable demon is simple to understand, totally unique, and allows for different playstyles and strategies. We're going to take a closer look at a few to start. Das ist vielleicht doch spannend. Ja. Ich dachte, jetzt kommt so, euer Doom-Multiplayer ist halt so wie Doom 1 bzw. Quake. This 2 versus 1 Multiplayer gives players the chance to experience the fast, aggressive fun of single player with their friends. With 5 playable demons and 6 unique maps at launch, Battle Mode is a whole new way to play Doom. To start, let's take a closer look at its playable characters. The Revenant, one of the most versatile and agile demons. His jetpack and dash allow you to move quickly through the environment. His shoulder-mounted rockets deliver consistent firepower, while his special attack, a targeted rocket barrage, delivers heavy, long-range damage. The Pain Elemental. His ability to fly gives him a bird's-eye view, making it easier to track the Slayer and attack from the air. But that makes him more vulnerable when he's not using his rechargeable soul shield. The Mancubus. Big, beefy, and badass. He's got heavy cannons, flamethrowers, and tons of health. All of which make him lethal in a close-quarters fight with the Slayer. While he's not the most mobile demon, his smoke bombs can obscure his position or flush out an elusive Slayer. But demon strategy goes beyond their individual abilities. All the demons in battle mode can drop hazards that damage the Slayer, as well as summon different combinations of AI-controlled demons that behave and fight just like you expect from the campaign. Dropping hazards and summoning demons is controlled through a summoning wheel, allowing you to use these critical tools quickly when under fire. Okay. In battle mode, players take control of a fully loaded Slayer with all his guns, mods, and equipment. Just like in single player, the Slayer must aggressively manage not just the demons in the arena, but also their resources. Glory kill demons to replenish health, chainsaw to gain ammo, and torch demons to add armor. But be aware, each demon player has a slow charging ability to block those resources for a short time during the round. A perfectly timed resource block can put the Slayer on the ropes. Okay. Das ist cool. Also, evolved. Hat was, ja. Ja. Ich muss sagen, ich bin eher ein Freund von asymmetrischem Multiplayer. Bist du weniger, ne? Ja, absolut. That's a great example of where the depth of Battle Mode's gameplay. Aber wurde auch gerade schon gesagt, dass es schwer zu balancen ist. Absolut. Fundamentals to create moments of incredible pacing and drama. Let's take a look, starting with something simple like player outlines. Demons can always see the Slayer, even through walls. But if the Slayer is able to break line of sight, his outline vanishes. Each arena has been designed to allow a clever Slayer to use the environment to become invisible and then flank the demons. This can change the pace of a match from a head-to-head brawl to a game of cat and mouse that leads to a surprise attack and then back to a brawl. Every arena is also designed with 2 portals facing each other at opposite ends that can only be used by the Slayer. As Slayers learn to use the portals to flank the demons, the tactic can be countered by demon players who drop hazards or AI demons on the other end. Ja, man sieht schon, der macht auf jeden Fall gut Schaden, der Slayer. Ja, und der kann auch viel einstecken. When alone, a player demon doesn't typically stand a chance against a Slayer with all his weapons and speed. So Slayers try to isolate a demon, take it out, and move on to the next. The demons can counter by staying close and working together. There are also important strategies for the Slayer to master. In the air,
The Slayer is tough to hit, and the arenas have been designed with jump pads and monkey bars that a Slayer can use to traverse from one portal to the other without touching the ground, all while delivering damage to the demon players. Of course, the Slayer's need for ammo, armor, and health bring him back to the ground, so when he lands to chainsaw an enemy for more ammo, demon players can launch a coordinated attack. One of the most dramatic moments in every round is when a demon dies. Once the Slayer has eliminated one demon, a respawn timer begins, and the Slayer has 20 seconds to eliminate the other demon to win the round. If he fails, the dead demon player rejoins the fight with half health. This quickly turns an all-out battle into a tense game of hide-and-seek. Rounds are won when either the Slayer is killed or both player-controlled demons are killed. But strategy extends between rounds as well. Players choose upgrades, abilities, and even super weapons in later rounds. In a best-of-five match, if either side can win just one round, they gain access to power items, like player demons being able to summon the Baron of Hell, or Slayers gaining the BFG. Ach doch, da habe ich ein bisschen Bock, muss ich sagen. Das sieht echt entspannt aus. Ja, aber jetzt kommen wir so Mech auf hohem Niveau, aber zwei gegen mehr, hätte ich glaube mehr Bock gehabt. Also alleine, Doomslayer, klar, storytechnisch immer allein unterwegs, aber zu zweit gegen, ja, das wäre schon ein spannender gewesen, ne? 4 gegen 2 oder so. And we know you want it to look and feel just like Doom. So with 5 playable demons plus the fully jacked Slayer competing across 6 totally unique maps, there's going to be tons for every player to master. And I'll tell you, this is just the beginning for us. After launch, we'll be regularly releasing even more playable demons and maps, of course, all for free. Oh, okay, of course, yeah. Ist es eigentlich nicht. Das ist nicht so selbstverständlich heute. Nee, ich bin ja so an die Wolferdecke früher, ne? Jeden einzelnen neuen Dämon dazukommen, das ist schön. It's a ton of fun to play. Yeah. And honestly, it takes an incredible team of people at id to create all of the stuff that we get to show you up here. We've got a lot of them in the audience. I'd love for them just to stand up real quick, wave. A lot of them are wearing Battle Mode t-shirts. There we go. Many of them will be working the Doom demo, so if they're wearing a Battle Mode t-shirt, they're probably from id or work with us at Bethesda, so give them a handshake and thank them. They'll really, really appreciate it. We really want to thank all of you for joining us today. We hope you're as excited about Doom Eternal and Battle Mode as we are. We really are, and we can't wait for you to play them both when they launch on November 22nd. Yeah. Nicht mehr so lange hin, muss man sagen. Ne? Oh, schon, ne? Ende des Jahres. Before we go. Das ist jetzt Gamescom. Oh, warte, was kommt aus dem letzten? Komm, große Überraschung. Let's take one last look at the game. Keanu Reeves. Including two more playable demons that I think you're going to love. One of them is the Archvile. Und der Pinky Demon. And the other one is the Marauder. Okay. Have a great QuakeCon. Thank you. Gut, Leute. Ja, auch. Viel Spaß. Ja. Schau Khan aus Mortal Kombat aus. Thanks again to Marty and Hugo and everybody at id Software for everything that you've seen. We've got Doom Eternal playable in the Doom booth. Everyone here in Dallas, be sure to check it out. It is awesome. As well as all the other stuff we've got in the booth, Fallout 76, Rage 2, both Wolfenstein Youngblood and Cyberpunk, Elder Scrolls Online, and Blades for Switch. Plus all the Osiris stuff. So there's a ton of stuff to come check out, play while you're here.
For those of you at home, visit Bethesda.net for more info and news on all the games that we've heard about and been talking about. Tune in to watch the Doom panels, along with our panels for Fallout 76 and Elder Scrolls Online. And don't forget to join the Doom Slayers Club, where you can win some cool prizes for Doom. Plus, it's literally the only way that you can be amongst the very first people in the world to try out Doom 2016 streaming at home with our new Orion technology. And of course, if you're here, you'll be able to play Doom Eternal at home on November 22nd. If you're not here, you can still play it at home on November 22nd. Okay. For those of you here with me, there's a ton going on at QuakeCon, so I encourage you to download the app. It's got the full schedule and details on everything that we're doing. But don't leave your seats, because in a few minutes, we're going to bring out some chairs. We're going to get right into our first Doom panel, looking back at 25 years of Doom and its influence on video game. Thanks, everybody. Have a great QuakeCon. Okay. Das war die DoomCon. Das war die DoomCon. Zumindest für uns jetzt gerade. Mhm. Auch Gerster sagt, aber bleibt ruhig sitzen. Ja. Gleich machen wir noch ein Panel zu 25 Jahre Doom und alle stehen auf. Alle stehen auf. Nun. Wobei das natürlich auch spannend ist. Also hier, Doom war ja ein großer, wie soll ich sagen, Pionier in den Ego-Shootern bzw. Videospielen. Ja, das ist halt die Frage. Aber ist es interessant für Leute wie dich, die Videospieljournalisten sind? Oder ist es interessant für Leute, die dort vor Ort mit ihrer kleinen Tochter sind? Die werden wahrscheinlich eher denken, nein, ich will's Doom Eternal spielen. Ich will Doom Eternal spielen. Genau. Jetzt geht's los. Werden schön das achtjährige Kind mitnehmen. Komm, wir spielen jetzt schön ein bisschen Battle Mode. Kannst du den Dämon spielen und ich spiele den Demon Hunter. Papa, ich will nicht mehr. Ich hab nur Sinn. Ja. Kann ich Pokémon Go spielen? Darüber wird auf jeden Fall noch zu diskutieren sein, inwiefern man seine kleine Tochter mit zur QuakeCon in das Doom Panel nehmen sollte. Aber Wirt, was sagst du? Von den Sachen, die wir jetzt gesehen haben, ist nicht viel Neues, ne? Ist nicht viel Neues. Wir haben, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch nicht viel Großartiges erwartet, weil es wurde nichts geleakt. Normalerweise wird vorher schon alles geleakt. Das stimmt. Zum einen das. Hoffnung ist man natürlich immer vorhanden, dass da irgendwie was kommt. Aber da geht man im Kopf einfach komplett durch, was Bethesda so alles hat die letzten Jahre oder generell in dem Portfolio. Es kann eigentlich gar nichts mehr kommen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt gesagt haben, ey, Prey war geil, jetzt bringen wir Prey raus oder in Dishonored oder was haben sie sonst noch in ihrem Portfolio? Ja, beziehungsweise ist halt die Frage, ob sie sowas halt auf der QuakeCon ankündigen würden oder nicht dafür halt schon die E3 genutzt hätten. Mhm. Weil so viel Zeit ist jetzt auch nicht zwischen E3 und QuakeCon. Wow, und Gamescom weiß halt ist ja auch noch stehen. Schon Gamescom ist auch nicht. Ich weiß halt auch wirklich nicht, in welche Nische so diese QuakeCon schlagen soll. Weil eigentlich ist es ja ein LAN und dem entsprechend eigentlich eine Fanmesse von Bethesda, wenn du so willst. Mhm. Ist halt die Frage, ob das der richtige Ort ist, um wirklich große Neuigkeiten anzukündigen. Ne? Oder ob es eher so ein Ding ist, wie wir gerade gesehen haben, neue Spielmodi anzukündigen, neuer Patch für Rage 2 und ja. Ne? Ist jetzt nicht besonders viel. Also da macht das Blizzard einfach viel besser mit ihrer BlizzCon. Stimmt, ja. Einfach echt viele Sachen angekündigt worden. Man sieht halt einfach, das ist so ein Happening, wo alle Blizzard-Fans hingehen wollen und sich dann zum Beispiel ein neues Cinematic zu ihrem neuen Hero oder zu ihren neuen Videospielen sich anschauen möchten. Hier ist es halt so, es ist Halbgas, es ist halt so ein Spiel, das in den nächsten Monaten kommt. Hier bekommt ihr einen Trailer. Dann denke ich auch so, wie du gesagt hast, Gamescom ist da noch die Möglichkeit, E3 ist da noch die Möglichkeit, aber der Trend geht ja sowieso zu den eigenen Conventions. Ja, also, absolut. Wir merken es ja halt auf der E3, wo du dann sagst, Sony sagt, ja, sind wir nicht da. Gamescom sagt Blizzard, ja, wir sind nicht da. Wozu sollen sie noch kommen? Die machen ihre eigenen Conventions. Finde ich auch legitim, wenn sie es so sagen. Ist natürlich schade für uns, die dann halt diese ganzen Orte dann aufsuchen, besuchen und sich da erhoffen, dass wir neue Informationen bekommen. So ist okay, aber da möchte ich halt mehr haben. Ja, vor allem, du hast es ja auch gerade gesagt, viel ist halt auch nicht mehr bei Bethesda im Sack, kann man sagen. Ne? Also ich meine, für dieses Jahr kommt wirklich gar nichts mehr. Dieses Jahr war halt Wolfenstein und Doom. Ja, wurde, sind noch mit auf dem Zettel. Genau. Wolfenstein ist jetzt komplett draußen. Heute genau. Young Blood und Cyberpilot. Genau. Und Doom, das hatten sie dann so noch, ja, die Elder Scrolls-Reihe. Da wird nächstes Jahr auch nichts mehr passieren, glaube ich. Nee. Frühestens irgendwie 21 oder dann so. Dann haben sie noch dieses Weltraumspiel. Ich vergesse immer wieder den Namen. Das auch von Bethesda ist. Ach. Chat weiß das, aber das wurde ja auch schon angekündigt. Keine Starfield. Ahnung. Starfield, genau. Und das wurde jetzt auch letztes Jahr angekündigt, aber hat nie wieder was davon gesehen, so richtig, ne? Ja, also es könnte sein, dass es vielleicht jetzt irgendwie noch nächstes Jahr mal angekündigt wird, aber ja. Ne, viel ist halt auch nicht mehr drin in dem großen Portfolio von Bethesda. Mhm. Paar Patches zu Fallout 76 noch. Ja. Ah, Rage 2. Rage 2 neue Patches. Bin ich jetzt neugierig geworden, nachdem sie gesagt haben, das ist jetzt im Sale, dann schau ich doch mal gleich vorbei hier in Steam. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich aktuell mit Bethesda habe. Das sind alles so Spiele, die ich mal für ein
20 vielleicht mitnehme, aber ja, dann reicht das auch. Das klingt fies, aber ja, ja. Also Bethesda hat eigentlich echt viele coole Spiele, aber jetzt auf der BlizzCon gerade nicht so viel rausgehauen. Ich weiß nicht, in den letzten Jahren gab es so viele Fehlentscheidungen, wo ich dann auch dachte, warum? Also die hatten ja erstmal vor 2 Jahren auf der E3 hatten sie das groß Bethesda-Land gehabt, so ein Vergnügungspark-mäßiges Panel. Beziehungsweise stimmt, hatten sie so ein Teil aufgebaut, was einfach ein bisschen ein Vergnügungspark war. Und hey, kommt her, schaut euch unsere Spiele an. Und ja, für unsere Spiele braucht ihr keine Freunde. Es sind alles Singleplayer-Spiele und wir sind stolz darauf. Ja, stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Singleplayer-Spiele zum Teil ihre Nick ein bisschen angebrochen haben, weil die meisten haben sich, glaube ich, nicht so gut verkauft. Als wenn sie jetzt so Service-Games rausbringen oder Multiplayer-Spiele. Ja, wobei, aber es liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass es Singleplayer-Spiele sind, sondern einfach, weil es einfach genau das ist, was wir schon, oder was ich halt schon moniert habe, ist, dass es meistens halt wirklich Spiele sind, die so ein bisschen ein Stück weit aus der Zeit gefallen gefühlt sind. Also zum Beispiel auch sowas wie ein Rage 2. Mhm. Das sieht geil aus. Das ist aber vom Gameplay her mehr oder weniger auch nur Krach-Brumm-Action, die wir in Far Cry auch schon lange hatten, oder nicht? Ja, und nur ein anderes Setting. Genau. Also das ist halt, ne, oder wie jetzt eben Doom Eternal ein Stück weit oder Wolfenstein Youngblood. Okay, dann hast du jetzt halt einen Koop-Shooter rausgemacht. Ja, aber Wolfenstein 2 hat sich überhaupt nicht gut verkauft. Ja, das hast du ja mitbekommen, wo dann plötzlich, ja, Wolfenstein kostet jetzt nur noch 30 Euro. Collector's Edition. Genau, aber dann ist halt die Frage, warum man dann halt sagt, okay, wir machen einfach einen Koop-Shooter draus, das wird viel besser laufen. Ja, und dann verkaufen wir es für 30 Euro und es ist halb gar. Ja, und auch das gleiche wie bei V76. Also ich glaube eher, dass es das Problem ist, dass der Markt, hier sagen es auch ein paar Leute, dass der Markt halt übersättigt ist, eigentlich auch grundsätzlich von Spielen sowieso. Wir haben so viel Auswahl, auch an generell Entertainment-Produkten, die wir nutzen können. Ja. Und wenn Bethesda dann halt nicht irgendwie mit Sachen rauskommt, die irgendwie super innovativ sind oder wo man da sitzt und einfach sagt, so ey, bis auf die Grafik, gibt es da noch andere Sachen, die mich irgendwie interessieren, dann kommt man halt auch irgendwie nicht so richtig mit. Ja. Ne? Was sollen die jetzt eigentlich noch machen? Also das Einzige, wo sie dann wirklich ganz viele Leute aus den Löchern rausholen, wäre jetzt Gameplay zu The Elder Scrolls zu zeigen. Stimmt, ja. Also wenn so die Hardcore-Fans hier alle rauskommen, ich glaube, selbst ich würde es mir noch mal gerne anschauen, weil ich bin kein großer Fan der Elder Scrolls-Reihe. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag, es ist halt, es war nicht so meins. Ich bin eher so der Fallout-Spieler gewesen. Fallout 5, ja, das ja natürlich auch noch. Stimmt, Demno sagt es gerade, das ist halt das Problem. Die haben aus ihren Flaggschiffen Fallout, haben sie einen Online-MMO-RPG-Verschnitt gemacht, ja, der nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Und Elder Scrolls, ich meine, wie lange haben sie, die haben sich einfach darauf ausgeruht, Skyrim auf allen möglichen Plattformen rauszubringen, die es gibt. Ja. Und das Neue muss jetzt erstmal komplett neu aufgebohrt werden, weil die Engine einfach scheiße ist. Frage ist, nehmen sie eine neue Engine oder bleiben sie bei der alten? Ich glaube, sie hatten irgendwo mal gesagt, dass sie die alte komplett neu aufrollen. Weil ich glaube, es geht auch nicht anders. Weil schon, gut, Skyrim sah schon cool aus, aber das war jetzt auch nicht auf der Höhe der Zeit. Nee, nicht wirklich. Und ich glaube, die brauchen einfach viel, viel mehr Power drin. Ich glaube, die verdienen auch recht gut durch Elder Scrolls Online und deren Kartenspiel, oder? Oder wie ist das mit Kartenspiel? Du hast ja das Kartenspiel gespielt. Legends. Ja. Habe ich, glaube ich, als es rauskam, mal so 2 Wochen gespielt und dann habe ich es wieder. Du hast den Test hier gemacht. Ja, und dann stimmt bei Game Plus noch. Game Plus Daily. Game Plus Daily. Aha. Da habe ich es einfach aber dann wieder zur Seite gelegt und habe gesagt, okay, reicht jetzt auch. Mhm. Und ähnlich ging es mir bei The Elder Scrolls Online. Ja. Weil ich glaube, The Elder Scrolls Online ist, glaube ich, für die noch so ein bisschen das, was noch am ehesten funktioniert. Weil die bringen ja auch schon regelmäßig neue Add-ons, die auch alle gute Wertungen bekommen und so weiter. Ja. Und dann kommen ja auch die ganzen Mobile-Spiele, also hier Elder Scrolls Blades. Ja, also. Was ist auch, wie die Switch rauskommt? Ich weiß ja, genau, was für die Switch rauskommt. Das funktioniert ganz gut. Schade, dass sie zu Fallout Shelter nichts rausbringen. Das war so eines der Mobile-Games, die ich am meisten gespielt habe. Das verstehe ich auch nicht. Ja, da hätten sie ruhig noch mal was machen können. Stimmt. Ja, das ja, ich weiß auch nicht. Die schaffen es einfach nicht, jetzt gerade so Spiele rauszubringen, wo alle sagen, das ist Triple A. Ja, doch. Außer halt Doom Eternal. Doom Eternal, wo man sagt, da freuen sich noch alle drauf. Ja. Aber alles andere ist halt so. Ja. Hm. Also, ich bin begeistert von diesem asymmetrischen Multiplayer. Ja. Ich find's cool. Gefällt mir. Aber ist jetzt nicht wirklich so, wo ich sage, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gesehen habe und die ganze Zeit mit offenem Mund da stand, sondern. Yeah! Yeah, genau. Der Yeah-Typ. Sondern. Ja. Ey, Bock. Ich schaue es mir gerne an und es wird bestimmt Spaß machen. Aber ja, das glaube ich auch. Ja. Aber es wird nichts, glaube ich, sein, wo sich Leute noch 20 Jahre später daran erinnern, erinnerst du dich noch damals, Doom Eternal, als das rauskam? Enemy Territory, oh. Oh, das war geil. Ja, stimmt, das wäre noch mal was. Ein schönes neues Enemy Territory. Ja, aber das hatten wir verkackt, indem dann Enemy Territory Quake Wars erschienen ist.
Ah, stimmt, ich erinnere mich. Vor 10 Jahren oder so. Ja, das ist auch schon uralt. 10, 12 Jahren, kann mich erinnern, das war auch nicht so geil. Und da dachten sie, oh, ja, die Marke muss weg. Aber vielleicht ist das Problem, weil sie daraus Quake Wars gemacht haben, nicht halt dieses klassische Enemy Territory, Wolfenstein. Richtig. Ja. Das alte Enemy Territory gibt es aber immer noch. Gibt es immer noch, aber es muss ein offizielles von Bethesda kommen. Dann können wir nochmal drüber reden. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir alles gesehen, was wir sehen wollten. Genau. Ihr könnt euch jetzt gleich um 19 Uhr die Pre-Show zu Pen & Paper ansehen. Das wird gut. Pen & Paper Tears Punk. Und dann geht es auch um 20 Uhr pünktlich los. Mit nein. Erst Game 2. Erst genau. Game 2, genau. Game 2. Und dann Pen & Paper. Mit dem neuen Intro. Stimmt. Ich bin so gespannt. Richtig, die erste richtige neue Folge. Ja. Wird super. Wird geil. Also, bis dann. Bis dann. Mach's gut.